Olá e bem-vindos a mais uma aula de português neste canal. In der portugiesischen Sprache gibt es einige Verben, die überraschend vielseitig einsetzbar sind. Ich nenne diese Verben gerne Chamäleon-Verben. Wenn euch dieser Begriff etwas unklar ist, dann ist das ganz normal. Ich werde jetzt in diesem Video erklären, über welche Verben ich genau spreche und wie man sie einsetzen kann. Chamäleon-Verben. Diesen Begriff habe ich mir persönlich ausgedacht, um über eine Gruppe von Verben zu sprechen, die man wirklich auf viele Arten und Weisen einsetzen kann. Fangen wir gleich mit einem Beispiel aus der deutschen Sprache an, damit ihr das Ganze etwas besser verstehen könnt. Und da nehme ich einfach das deutsche Verb sein. Du kannst das Verb sein, also ich bin, einsetzen, um zu sagen, wie es dir im Moment gerade geht. Ich bin fröhlich, zum Beispiel. Aber auch kannst du deinen Zustand damit beschreiben, zum Beispiel deinen gesundheitlichen Zustand. Ich bin gesund. Oder aber auch, du kannst sagen, wo du dich gerade befindest, also an welchem Ort du dich befindest. Ich bin zu Hause. Und da möchte ich direkt an einem portugiesischen Verb anknüpfen, das auch sein bedeutet, und zwar das Verb estar. Das Verb estar bedeutet sein, aber wie man sich gerade im Moment fühlt oder wo man gerade im Moment ist. Also es bezieht sich immer auf eine gewisse Zeitspanne. Und das Verb estar hat dann eben die Funktion auszudrücken, was man in dem Moment gerade macht, wo man etwas macht und wo man sich gerade befindet, wie man sich gerade befindet, also sein Wohlbefinden, wie man aussieht und auch wie das Wetter gerade draußen aussieht. Also ob die Sonne scheint, es bewölkt, es regnet und so weiter. Für diese ganzen Sachen kannst du das Verb starr benutzen. Und da gebe ich jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Du kannst zum Beispiel sagen: Eu estou a arrumar roupa. Da sagst du, was du gerade machst. Oder du kannst auch sagen: Tu estás constipada. Ja, da geht es eben um den Gesundheitszustand der Person, den du auch mit dem Verb estar ausdrücken kannst. Du kannst, wie gesagt, auch sagen, o céu está nublado und dich über das Wetter ausdrücken. Oder du kannst sagen, nós estamos no carro und somit das Verb estar benutzen, um zu sagen, wo du dich gerade befindest, also an welchem Ort. Ein Beispiel, um zu sagen, wo sich gerade etwas befindet. Os livros estão em cima da mesa. Oder eu estou vestida de verde. Ich bin grün gekleidet. Ich habe etwas Grünes an. Das kannst du auch mit dem Verb estar aussagen. Ähnlich ergeht es auch dem Verb passear. Für das Verb passear gibt es keine eindeutige Übersetzung aufs Deutsche. Also es bedeutet so viel wie spazieren gehen, aber nicht eins zu eins, denn es heißt nämlich auch zum Beispiel spazieren fahren, mit dem Fahrrad, mit dem Flugzeug, mit dem Auto, wie auch immer. Oder auch einfach erkunden. Das kann das nämlich auch bedeuten. Ein Kurzvideo über das Verb passear und seine Einsetzungsmöglichkeiten habe ich auch bereits gedreht. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Ich werde es euch hier oben irgendwo verlinken. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Chamäleon-Verb, das ich mir aufgeschrieben habe, und zwar das Verb ficar. Das Verb ficar kann als bleiben, werden oder aber auch sich fühlen eingesetzt werden. Eu fico aqui. Ich bleibe hier. Eu fico feliz. Ich fühle mich oder ich werde mich glücklich fühlen. Dann habe ich mir das Verb dar aufgeschrieben. Das Verb dar bedeutet so viel wie geben, machen oder anbieten. Du kannst es also einsetzen, um zu sagen, eu dou-te um presente. Ich gebe dir ein Geschenk. Aber auch zum Beispiel, eu dou um passeio. Ich mache einen Spaziergang.
hier wieder passeio vom Verb passear, was ich eben erwähnt hatte. Dann haben wir das Verb saber und das bedeutet so viel wie wissen, können, aber auch zum Beispiel geschmacklich gut sein. Ele sabe ler. Er kann lesen. Also hier wird es als können eingesetzt. Man kann aber auch sagen, ubolu sabe bem. Der Kuchen schmeckt gut. Und da wird es eben als geschmacklich gut eingesetzt. Dann haben wir noch das Verb chegar und das ist wirklich, also das hat wirklich sehr viele Einsetzungsmöglichkeiten. Es bedeutet nämlich so viel wie ankommen, kommen, können oder schaffen. Also zum Beispiel als kommen, eu chego tarde. Ich komme zu spät. Als ankommen, eu chego Lisboa esta tarde. Ich komme heute Nachmittag in Lissabon an. Eu não chego ali. Ich erreiche das nicht. Also wenn du irgendwas nicht erreichen kannst und da nicht hinkommst, dann kannst du auch das Verb chegar benutzen. Und zum Schluss habe ich noch das Verb fazer. Und fazer heißt so viel wie machen, aber es kann auch haben bedeuten, aufs Deutsch übersetzt. Zum Beispiel, eu faço o almoço. Ich mache das Mittagessen. Oder aber auch, eu faço anos. Ich habe Geburtstag. Fallen dir noch weitere Chamäleon-Verben ein, dann schreib sie sehr, sehr gerne in die Kommentare, weil ja, mir fallen jetzt so auf Anhieb keine weiteren ein, aber ich bin mir sicher, da gibt es noch die ein oder anderen. Also wie gesagt, schreibt es mir gerne unten rein. In meinem letzten Video habe ich euch ein paar portugiesische Aussprachtipps gegeben. Schaut da gerne mal vorbei, falls euch das Thema interessiert. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen und dann würde ich sagen, bis bald hoffentlich. Ciao!